Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Video hier im Faultierland-Kanal. Wie einige von euch wissen, ich bin Privat-O2-Kunde und da ist donnerstags immer Kinotag. Ihr kauft eine Karte und bekommt eine gratis dazu. Hin und wieder gibt es aber auch mal so ein besonderes Event, so auch gestern. Ich war in Düsseldorf im Medienhafen, im UCI und da gab es dann die exklusive, deutschlandweit wahrscheinlich in 27 Kinos an, auch gemachte Hangover 3 Preview. Und was gab es dann vorher? Es war alles wie sonst, aber es gab lustige Bändchen mit Logo und O2 lädt ein. Alles war natürlich mit O2 zugepflastert und hier konntet ihr euch dann richtig VIP-mäßig fühlen, wer drauf steht. Und was aber ungewöhnlich war, die Security am Anfang, denn dann fiel mir auf, der Film kommt ja eigentlich erst nächste Woche ganz offiziell in die Kinos und deswegen gab es Handyverbot, Smartphoneverbot, Tabletverbot und. Das bedeutet nicht einfach, nee, nimm mal nicht rein und wir gucken mal, sondern Security ohne Ende mit Scannern, mit Abtasten. Eure Handys musste man wirklich abgeben in so kleine Tütchen, dann bekamt ihr eine Wertmarke und bekamt sie nachher wieder. Da wurden iPads abgegeben, Hammer, was die Leute mit ins Kino schleppen, sag ich dann nur. Und man wurde natürlich abgetastet. Mein Abtasttyp wollte nichts von meinen Käsenachos haben. Ich habe ihn angeboten, aber naja. Und dann im Kino ging es auch direkt los, ohne Werbung und ab durch den Film. Am Ende natürlich dann das Kloppen, wo ist mein Handy, wo ist mein Smartphone, was auch sehr schön ist. Ihr könnt euch das vorstellen, so ein Kino, 200, 300 Leute und dann stehen die alle um die Tische rum, kriegen ihre Smartphones und was machen alle? Ja. Wahnsinn. Na gut, ich habe mich dann 2 Minuten zurückgehalten, um lässig und cool zu wirken, dann natürlich auch. Aber was soll's. Also ich glaube, das war dann doch mal so 3 Stunden ohne Smartphone. Für mich auch mal ein neues Erlebnis. Naja, egal. Also ich wollte euch daran nur teilhaben lassen und Schleichwerbung für O2 machen, denn die Kinokarte zu Hangover 3 oder 2 Kinokarten zu Hangover 3 waren dann, glaube ich, 6 Euro. Lasst es 7 Euro sein. Also 3,50 Euro pro Karte. Das war mal ein richtig nettes Angebot und auch... ja, das soll es gewesen sein. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Das Erschreckende war das unendliche Aufgebot an Rums. Das war ein iPhone 5, was auf den Boden fällt.